Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transport Fever 2 hier auf dem Kanal Fernexpress. Ja, so sieht die Welt in Schichten aus, wenigstens die Transport Fever Welt. Das sind hier die verschiedenen Erdschichten und wir sind hier gerade am Rande unserer Map, nämlich in Uhlenbusch. Und da waren wir am Ende der letzten Folge oder zumindest gegen Ende der letzten Folge auch und haben diesen neuen Bahnhof hier gebaut, der demnächst die Züge von hier hinten von Erdsee direkt gerade durchbringen soll in den neuen Bahnhof Namberg. Dazu gleich mehr. Vorher möchte ich noch eine Kleinigkeit oder zwei Kleinigkeiten zeigen. Das eine ist, ja, der Erdsee hat hier einen Spielplatz bekommen. Ich habe hier mal mit den Spielplatz-Mods ein bisschen rumgespielt. Hier gibt es jetzt einen kleinen Fußball- und Basketballfeld. Hier gibt es Spielgeräte, Bänke. Einen kleinen Weg um den See rum, den gab es zum Teil vorher auch schon, aber hier hinten noch erneuert, hier gibt es einen Fußweg und wir haben immer noch die Sensation der fliegenden Schafe. Okay, die habe ich jetzt nicht weggemacht, die sind noch da. Hier unten ein kleiner Kiosk und damit ist die Station, die jetzt Erdsee am See heißt, auch entsprechend ausgerüstet und kann angefahren werden. Das zweite ist, es gibt einen neuen Bahnhof. Noch einen neuen Bahnhof in Erdsee und zwar hier, der wird noch nicht angefahren, da fahren im Moment noch alle Züge durch, ich habe ihn aber im Off schon mal hingesetzt und das ist ein kleiner Hochbahnhof am Rande der Stadt hier, Erdsee-Siedlung an den neuen, man sieht es, hier sind ganz viele kleine neue Wohnhäuser entstanden, ja und die kriegen jetzt hier einen S-Bahn-Anschluss. Ich hätte das eigentlich Erdsee-Siedlung S, weil das wird eine S-Bahn-Strecke. Na. Und jetzt noch ein großes S. Und wenn man, na, was war das denn jetzt? Ach, jetzt habe ich versehentlich einen Screenshot gemacht. Okay, ich wollte ein Shift-S und damit haben wir hier einen S-Bahnhof, der momentan, wie gesagt, noch durchfahren wird. Okay, und das dritte Detail noch, das ist aber wirklich eine Kleinigkeit. Ich hatte hier an dem Bahnhof, der beim letzten Mal schon gebaut war und wo auch noch keine Züge halten, nochmal ein bisschen bin ich landschaftsgärtnerisch tätig geworden und habe hier ein bisschen die Hügel abgeflacht, dass das nicht ganz so brutal hier ansteigt und dass die Autos hier nicht quasi über so eine Art Sprungschanze fahren. Okay, das ist passiert und jetzt möchte ich als nächstes etwas abweichend von der letzten Idee, aber gar nicht so sehr abweichend. Ich hatte nämlich ja beim letzten Mal gesagt, hier diese S-Bahn fährt dann hier rein und fährt dann hier weiter nach Namberg. Nö, das machen wir doch nicht so, sondern ich möchte zukünftig diese Züge hier der Linie N02, das ist ja das, was hier von Hengersch kommt. Und das ist ja unsere Nahverkehrszuglinie, eine der, ja, die zweite Nahverkehrs- oder die zweite Personenzuglinie überhaupt auf dieser Linie, auf dieser Map. Die möchte ich durchziehen hier hinten bis Erdsee. Das heißt, die kriegen dann zwei Linien und das geht über diesen neuen Bahnhof hier in Uhlenbusch, der noch angebunden werden muss. Und das ist das Erste, was ich jetzt auch tun möchte. Und das ist gar nicht so einfach, wie ich im Off schon gemerkt habe, weil oder gesehen habe, gemerkt habe ich es noch nicht, aber irgendwie gibt es hier Höhenunterschiede. Die sehen erstmal gar nicht so dramatisch aus, aber trotzdem muss ich hier irgendwie runter in die Gleise kommen. Und minimal hindert uns daran mal diese Kreuzungsweiche hier, die ich als erstes mal wegnehmen möchte. Und jetzt mal gucken, ob ich mit den Gleisen, hier sind auch sehr viele Bäume im Weg, an sich finde ich ja Bäume schön, aber beim Bau von Strecken stören sie hin und wieder schon. Das Schöne ist, im Gegensatz zur Natur draußen kann man hier die Bäume sehr schnell fällen und sehr schnell wieder bauen. Das Wachsen dauert ja doch in der Realität manchmal etwas länger. So, wo haben wir denn die 200er Gleise, damit ich dann aufhören kann zu reden und anfangen kann zu bauen. So, und zwar möchte ich hier unten in das Gleis rein. Und da ist überall noch die Steigung zu groß. Ich hatte nicht erwartet, dass der Bahnhof so dermaßen hoch liegt. Aber offensichtlich tut er das und das sieht man erst, wenn man die Gleise hier hinsetzt. Ich glaube, ich muss den nochmal kurz entfernen und nochmal neu hier hinsetzen. Natürlich damit auch die Zufahrt hier hinten nochmal ein Stück kappen. Und dann muss der Bahnhof hier ein bisschen niedriger. Gebäude, man gebe mir den Bahnhof, 160 Meter, stimmt. Ich möchte nach wie vor die
Standard, das ist in Ordnung, Oberleitung, das Modul so haben. Bitte? Das ging doch beim letzten Mal noch. Wieso habe ich denn... Was ist denn das für ein Fragezeichen hier? Es ist jetzt sehr interessant. Okay, es hat gerade kurz bevor ich das Spiel gestartet habe, ein Update gegeben. Ich hatte jetzt aber nicht erwartet, dass damit mein Bahnhof nicht mehr funktioniert. Das ist jetzt aber auch überraschend. Wenn ich es mit dem Bahnsteig an der Seite mache, funktioniert es. Aber im Mittelteil nicht. Okay. Ja. Ich baue das jetzt mal so, weil ich beim besten Willen nicht weiß, wieso das nicht mehr funktioniert. Nur weil dieser Bahnhof jetzt plötzlich weg ist. Also manchmal machen diese Updates schon Dinge, mit die überraschend sind. So, habe ich denn die richtige Länge jetzt noch eingestellt? 160 Meter, das stimmt. Error stimmt auch. Hoch, oder jetzt versuche ich nochmal mit dem Hochgeschwindigkeit, ob das dann mit den anderen Gleisen funktioniert. Nö. Okay, dann bleibt es jetzt bei dem anderen Bahnsteig. Manchmal müssen Architekten sich da eben auch Realitäten beugen. So, jetzt gehen wir hier mit runter. Und zwar so weit runter, dass wir in etwa hier gut in die Gleise kommen. Das sollte sowas in der Größenordnung sein. Bevor ich den jetzt aber baue, bitte noch zwei Gleise dazu. Oder geht's jetzt? Im Moment hatte ich da eventuell nur die Gleise nicht. Ich hatte die Gleise nicht eingestellt. Okay, ein Bahnsteig ohne Gleise, der, ja, in Ordnung. Wenn man es richtig macht, funktioniert es. Das ist eine Erfahrung, die man häufiger macht. So möchte ich dich hier haben. So in der Art. Ja. Na, ein bisschen Fummelei ist es trotzdem, aber das sollte in etwa so gehen. Genau. Und jetzt Gleise. Jetzt geht das hier rein. Ja, das sollte jetzt... Die Krümmung ist zu groß, das ist klar, aber das funktioniert jetzt von der Höhe hier. Und das sollte auch funktionieren. Genau, und an der anderen Seite haben wir ja durchaus mehr Möglichkeiten, die Steigung zu überwinden. Und letztendlich können wir hier auch das nochmal abbrechen und dann ganz auf die andere Seite gehen. Das müssen wir auch tun. Das reicht hier nicht aus. Ja, ein paar Bäume müssen fallen. Aber die gibt es zurück. Und jetzt müsste ich aber reinkommen. Jawohl, jetzt funktioniert es. Jetzt habe ich die Strecke hier drin. Und man sieht, das ist schon ein ganz ordentlicher Felsbrocken, den wir hier... Oh, da komme ich in den Tunnel. Das möchte ich jetzt tatsächlich mit dem einen Gleis nicht. Das haben wir zwar an anderer Stelle schon mal gemacht. Das finde ich jetzt hier aber eher unschön. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal mit dem Terrain-Tool versuchen, das entsprechend runterzudrücken, dass wir hier den Berg ein bisschen abtragen, weil sonst sieht das am Ende doch sehr komisch aus, finde ich. Wir haben es, wie gesagt, an einer Güterstrecke ja mal gemacht, aber hier bei dieser S-Bahn-Strecke möchte ich da nicht durch den Tunnel. Und jetzt funktioniert das eben auch. Gehe so schnell hier rüber, wie es geht. Und dann sollte das hier hinten mit dem Gleis eigentlich auch kein großes Problem geben. So, das funktioniert. Bin ich da jetzt auch angedockt oder liegt das jetzt irgendwie komisch über dem Gleis? Nein, das sieht in Ordnung aus. Okay, das heißt, das hätten wir schon wieder. Jetzt brauchen wir hier hinten noch eine Weiche, damit alle bisherigen Strecken wenigstens wieder funktionieren. Die machen wir einfach jetzt mal hier noch hin. Könnte das vielleicht auch mit irgendwelchen doppelten Kreuzungsweichen modellieren, aber ich finde das einfach so hier besser. Da möchte ich hin. Genau, dann haben wir hier auch die Möglichkeit, in alle Gleise so zu kommen, wie wir es gerne hätten. Ja, das hätten wir soweit. Und jetzt möchte ich, die Strecke hier ist ja auch elektrifiziert. Das heißt, man könnte direkt diese, sagt das so, die ist elektrifiziert. Eigentlich wollte ich die elektrifiziert bauen, aber irgendwie war ich möglicherweise durch den Bahnhof jetzt so abgelenkt, dass ich das vergessen habe. Jetzt, Entschuldigung, jetzt ist sie elektrifiziert. Ja, und jetzt schnappen wir uns die Linie N2.
und die fährt jetzt zukünftig nicht mehr zum Uhlenbuscher Hang und endet da, was ja auch hier das Ganze immer ziemlich verstopft hat, sondern die bekommt eine neue Haltestelle, Linie verwalten, das geht dann von Namberg hier, ja, das Uhlenbusch-Abzweig heißt, da muss ich gleich nochmal drüber nachdenken, hier hinten nach Erdsee und von Erdsee wieder zurück nach Uhlenbusch-Abzweig und dann muss ich hier den Uhlenbuscher Hang noch irgendwo rausnehmen, sonst kann das alles nicht funktionieren und jetzt möchte sie von Erdsee nicht nach Uhlenbusch-Abzweig, warum dieses? Gibt es da irgendwo ein fehlendes Gleis, eine fehlende Weiche, eine fehlende Elektrifizierung? Irgend sowas wird es sein. Weil eigentlich müsste das funktionieren. Jetzt gucken wir hier hinten mal. Das geht, wenn ich das gerade richtig sehe. Wo haben wir denn die Terminals? Ich möchte einmal hier die Terminals sehen. Das geht ins falsche Terminal. Konfigurieren, das muss, nee, nicht den Bahnhof konfigurieren, das soll nach Terminal 1, ich mache das so selten, hier rüber, jawohl, das klappt schon mal. Und jetzt gucken wir mal, warum der hier nicht raus will, der hat doch da eine Weiche und da müsste er doch eigentlich auch rüberkommen können, oder habe ich hier ihm wieder ein paar Meter Strom geklaut? Nö, das sieht doch eigentlich gut aus, das heißt, da kommt er rüber, da kommt er rüber. Das müsste eigentlich doch funktionieren. Linie verwalten, Uhlenbusch. Wollen wir Erdsee, 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 da. Haltestelle hinzufügen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir hier Zwischenhalte hinzufügen. Jo, da fehlte ihm nur noch eine kleine Motivation, das richtige Gleis zu nehmen. So, hätten wir das Ganze, würde ich tatsächlich jetzt hier Uhlenbusch Süd nennen. Ist doch, glaube ich, ist doch Süden, oder? Moment, Namberg. Doch so in etwa war die, ich brauche immer einmal die Ausrichtung am Anfang, das müsste das hier gewesen sein. Ja, dann nehmen wir das mal Uhlenbusch Süd S-Bahnhof. Hier unten Süd S. Süd S-Bahnhof, jawohl, haben wir. Und ja, der Triebwagen hier, der Schienenbus, da müssen die Uhlenbuscher sich jetzt mal von verabschieden. Der kriegt nämlich auch eine neue Linie und der fährt demnächst nur noch bis Uhlenbusch. Und dieses kleine Stückchen Erdsee hier hinten, das wird er zukünftig nicht mehr mitbedienen. Ja, so viel erstmal vorweg. Und da das Ganze ja eine S-Bahn werden sollte, wie ich hier gesagt habe, und wir hier hinten ja auch schon die S-Bahnhöfe haben, habe ich den auch schon umbenannt, genau. Ja, möchte ich jetzt hier auch zwar nicht die gleichen S-Bahnen wie auf der anderen Linie haben, aber ich würde gern einmal hier an die Fahrzeuge ran und die ersetzen. Die sind sowieso in einem relativ schlechten Zustand. Ersetzen durch eine 111 in S-Bahn-Lackierung. Ups, einmal hinzufügen. Und nee, nehmen wir erstmal nur die zwei davon und da hängen wir auch wieder Silberlinge an. Passagier, wo haben wir sie, die Innenwagen? Hier sind sie. Gucken, das sind die. Ah ja, das sind die brauche ich gleich. Ich fange erstmal mit denen hier an. Und zwar, wo ist denn der jetzt? Ozeanblau. Das sehe ich jetzt so direkt noch nicht. Der ist Silber, der ist Ozeanblau, aber das sind doch irgendwie sehr ähnliche Wagen. Okay, das ist auf jeden Fall ein erster Klassewagen. Den nehme ich dann nochmal weg. Ich fange mit der zweiten Klasse an. Einmal zweiter Klasse, nochmal zweiter Klasse. Dann kommt einmal erster, zweiter Klasse. Nein, dich wollte ich haben. Wo holt er denn den jetzt hier? So, das sind schon mal drei. Dann kommt noch mal einmal zweiter Klasse. Und einmal den Steuerwagen, in diesem Fall jetzt aber auch mit der... Also ist es denn? Ich brauche dich in der richtigen Richtung. Wo habe ich denn den? Das sieht man hier gar nicht. Das geht zu weit raus aus dem Bild.
Wo habe ich denn den Wendekopf? Da ist er. Den hinzufügen und dann haben wir hier einmal diese Linie einmal ersetzen für die beiden Fahrzeuge. Das hätte er doch jetzt eigentlich tun müssen. Okay. Nochmal. Irgendwas ist schiefgegangen. Fangen wir damit an. Zwei Stück. Davon einen und einmal den Wendekopf zufügen und einmal die 111 zufügen in der 141, die 111 hätte ich gerne, die hinzufügen und den möchte ich jetzt ersetzen für diese beiden Fahrzeuge. Das haben wir. Und der dritte hier, den möchte ich auch ersetzen, allerdings ein bisschen anders. Der bekommt jetzt mal diese 141 in S-Bahn. Die haben wir nicht in S-Bahn-Lackierung. Okay. Haben wir dazu die entsprechenden Wagen? Das wäre cool, wenn wir diese hier, die 141er. Sonst nehme ich schon mal die 141. Das ist eine Lok, die im. Das waren spezielle Nahverkehrszüge, die damit fuhren. Da haben wir aber, glaube ich, die entsprechenden Passagierwagen nicht zu. Dies waren auch umgebaute Silberlinge, aber die sehe ich jetzt hier in unserem. In unserer Angebot nicht. Okay. Das heißt, da kämen dann auch noch mal die silbernen hinten dran. Allerdings, ja, das können wir ruhig genauso machen. Dann nur, nehme ich da mal die hier, zweiter Klasse Silber, zwei Stück. Dann davon einen, dann davon einen und noch mal wieder einen Wendezugwagen. Nee, da haben wir auch bis jetzt tatsächlich nur diese Variante im S-Bahn. Design. So, und das wollte ich jetzt nämlich genau andersrum machen. Das sieht dann aber nicht aus. Okay, dann lassen wir es so. Ich hatte gedacht, die Lok an die andere Seite zu hängen, aber dafür ist die, hängt die in der falschen Richtung. Okay, ersetzen wir den auch mal. Und dann gucke ich mal, wo so ein Zug sich gerade befindet. Wo sind wir hier? In Namberg, hoffe ich. Ne, in Hengersch sind wir gerade. Dann gucken wir mal, in welche Richtung der fährt. Das ist so. Und dann gucken wir uns mal dieses schöne Modell hier an. Das ist die 111. Das war die quasi für den S-Bahn-Dienst im Ruhrgebiet umlackierte 111er-Version. Zusammen mit den Silberlingen, die wir ja schon kennen. Aber auch hier hatte man dafür extra diesen neuen Kopf an der Rückseite umgestrichen. Und da steht auch S1 Düsseldorf Hauptbahnhof dran. Und das ist auch quasi die Linie, für die diese Lok mehr oder weniger ja, umlackiert wurde oder zum Teil auch gebaut wurde. Sie war dann gar nicht so lange auf der 111 im Endeffekt, auf der 111, auf der S1 unterwegs, weil dann eben doch die ehemaligen Reichsbahnloks relativ schnell kamen und die 111 auch auf Dauer ein Problem mit den sehr kurzen Abständen der Ruhrgebiets-S-Bahn hatte. Wir haben ja hier im Dortmunder Raum teilweise sehr kurze Abstände zwischen den Haltestellen und das hat der 111er schon ganz schön geschadet und die ist dann mehr im Regionalzugverkehr eingesetzt worden und die, ich glaube, 141 oder 43, 143 müsste es eigentlich gewesen sein, aus Reichsbahnbeständen ist dann hier später in den S-Bahn-Verkehr gekommen. Aber so Mitte der 80er Jahre war halt tatsächlich hier die 111 noch. Gucken Sie uns hier nochmal an. Die war damals noch hier im Haupteinsatz. Zugegebenermaßen meist nicht vor Silberlingen, sondern in der Regel vor S-Bahn-Wagen. Aber die habe ich bisher leider als Mod nirgendwo finden können. Also wenn es irgendwo S-Bahn-Wagen in dieser Orange-Kiesel-Grau-Lackierung der 80er Jahre gibt, bin ich sehr daran interessiert. Ich fände es total spannend. Ich kann bisher leider nichts modden. Ich habe mir das auch noch nicht intensiv genug angeguckt, wie das geht. Aber es ist toll, was die Modder hier alles im Laufe der Zeit erstellt haben. So, hier die Begegnung der S-Bahn-Züge unserer neuen S-Bahn-Linie. Sobald wir hier eingefahren sind, halte ich das Spiel noch mal kurz an. Aus zwei Gründen. Zum einen möchte ich die Linie kurz umbenennen. Das wird jetzt die S3, weil zwei haben wir schon. So. Und das andere ist, hier oben gibt es eine Fehlermeldung. Und zwar für welchen Zug? Für genau diese Linie
Wer möchte denn da gerade nicht weiterfahren? Das ist der hier. Gut, jetzt funktioniert es. Der stand einfach in die falsche Richtung, aber es gibt noch mal die Möglichkeit, hier reinzugucken. Man sieht, ups, so weit wollte ich gar nicht. Die Warnung kann ich auch wegklicken. Hier die Einstiege. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht hier mit den Wagen. Ich setze mich mal ganz kurz rein. Das können wir auch durchaus hier im Stehen mal machen. Man sieht hier auch, ja, ich gehe mal einmal hier runter. Wir haben schon mal in einer früheren Folge andere Modelle der Silberlinge uns von innen angeguckt. Da komme ich nicht rein. Ne? Da komme ich tatsächlich gerade nicht rein. Okay, dann versuche ich es mal hier. So, und da gehe ich jetzt mal einmal runter. Jawohl, das sind die älteren Modelle. Und jetzt gehen wir mal aufs, gucke ich mal auf dem anderen Gleis hier. Es könnte sein, dass das dann die von innen eine etwas andere Ausstattung haben, die Wagen. Das könnte der Unterschied sein. Nö, das ist aber auch die orange Farbgebung von innen. Das ist völlig okay. Ja, nee, das ist eigentlich der gleiche Zug. Sehr schön. Man könnte vielleicht noch mal gleich in dem anderen gucken. Das sind ja beides die Modelle, wenn ich das richtig sehe, die ich zusammengekauft habe. Gucken wir mal hier vorne. Ja, das sind die beiden gleichen. Ich gucke gleich mal, ob ich den anderen Zug noch irgendwo finde. Dann können wir da noch mal reingucken. Jetzt fahren wir erstmal weiter in Richtung, ja, in Richtung, wo sind wir jetzt eigentlich? Namberg Hauptbahnhof sind wir gerade und wir fahren jetzt weiter in Richtung unserer neu gebauten Station Uhlenbusch Süd. Alles einsteigen. Rechts nochmal unsere schöne Seilbahn. Und wir haben, wie man sieht, hier auch noch immer weitere Gleise frei. Das heißt, man kann hier durchaus noch mehr Bautätigkeit entwickeln, falls es denn noch sinnvoll hier Strecken gibt, auf denen wir fahren können. So, jetzt geht's auf die bereits relativ alte Strecke hier, aber neu elektrifiziert. Oder? Nein, die ist ja gar nicht. Das ist ja auch schon länger elektrifiziert. Hier rechts ein, ja, ich sag mal, ein irgendwie abgeholztes Waldgebiet. Und jetzt müssten wir, ich setze mich noch mal kurz in die Lok rein. Ich finde es hier wirklich schön, in dieser Lok mitzufahren. Ja, man sieht so wenig. Okay, dann nehmen wir hier doch den Ausgang unter der Brücke nach Uhlenbusch durch, an unserem Häuschen hier vorbei. Und jetzt geht es tatsächlich in die neue Strecke rein. Dazu muss er ein bisschen abbremsen. Da ging es bisher geradeaus in den Endbahnhof und jetzt sollte er hier links abzweigen und unseren neuen Bahnhof anlaufen. Natürlich brauchen wir hier auch noch einen Zugang. Der ist im Moment ja noch gar nicht an weder ans Straßennetz angeschlossen, noch an überhaupt irgendwas angeschlossen. Das heißt, im Prinzip kann hier momentan auch noch niemand ein- oder aussteigen. Der hält hier einfach mal testweise, um zu gucken, ob es passt. Das sehen wir dann auch, wenn ich nicht alles falsch gemacht habe. Momente mal, doch, das sollte aber passen. Und jetzt geht es über das andere neue Streckenstück hier an dem abgetragenen Berghang vorbei, bergauf auf den Weg nach Erdsee. Und da steht der letzte Schienenbus aus Erdsee, quasi die Abschiedsfahrt, steht hier und wartet auf seine Einfahrt. Und der ist auch gut besucht, das kann man nicht anders sagen. Der hat also noch ordentlich Fahrgäste mitgenommen. Und wir fahren hier, finde ich, mit 35 Personen, die jetzt aus Namberg kommen, auch schon, ja, ganz gut besetzt in unseren neuen Endbahnhof hinein. Ich steige hier mal aus, die Strecke kennen wir, die ist jetzt nicht mehr so spannend. Und guck mal, ob ich jetzt eben noch den dritten Zug finde. Den wollten wir uns ja noch angucken. Ihn hier, wo der auch immer gerade sein mag. Das ist die andere Lok, das ist eine 141er. Die fuhr im, ja, ich weiß gar nicht, Citybahnverkehr oder wie das hieß. Es gab, glaube ich, nur eine einzige Lok in dieser Lackierung. Und da gab es aber auch entsprechende Wagen zu, die genau diese gleiche Lackierung hatten. Ich weiß nicht mehr genau, wo der fuhr, aber das war ein Testzug quasi.
der sich aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich bewährt hat. Aber man hat auf jeden Fall auch eine Lok mal in diesem Design erstellt. Und jetzt gucken wir hier mal eben in die Wagen. Das war die andere Mod. Und da sieht man den Unterschied, was das Türkisblau hier heißt. Sind die Fronten anders gestrichen. In dem anderen waren die orange. Hier sind sie in diesem Grün gestrichen. Das Orange war, glaube ich, die etwas neuere Variante, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das sind richtig hier die, vermutlich noch die ganz alten. Wobei an den Griffen könnte man es erkennen, aber die Griffe sind hier, die Türen sind hier tatsächlich nicht mit den Originalgriffen modelliert, sonst könnte man noch tatsächlich daran sehen, wie alt dieses Modell oder wie alt das Vorbild hierfür war. So, dann machen wir das mal wieder klein hier und gucken zurück nochmal nach Namberg, wo ich ja jetzt... Oh, jetzt stehen hier meine... Jetzt haben die sich hier irgendwie festgefahren, die Schienenbusse. Hoffentlich stehen die da jetzt nicht unendlich. Nö, der kann aber eigentlich fahren, der Kollege. Warum der jetzt nicht fährt, weiß ich nicht. Der müsste doch eigentlich hier rauskommen. Du wartest doch da. Ah, natürlich, der kann ja nicht fahren. Ich habe ja vorhin, als ich den Bahnhof wieder abgebrochen habe, habe ich natürlich auch die Signale alle wieder mit abgebrochen. Und die kriegen wir jetzt zurück. Nämlich hier mal ein Streckensignal hier. Sonst wird der da hinten nie fahren. Dann brauchen wir hier vorne eins. Für die Richtung. Und hier hinten irgendwo in der Richtung brauchen wir auch nochmal eins. Jetzt mal gucken. Und dann natürlich hier hinten vor der Ausfahrt auf dieser Seite nochmal. Und auf dieser Seite. Und genauso hier nochmal eins. Und irgendwo, ne, da brauchen wir keins mehr. Das ist schon so in Ordnung. Okay, und jetzt sollte auch mindestens einer dieser Schienenbusse sich in Bewegung setzen. Ich tue es aber trotzdem nicht. Naja, geben wir ihnen mal noch einen Moment. Weil die Signale sind jetzt eigentlich alle richtig, wenn ich das so sehe. Trotzdem will der nicht... So, der hatte sich da oben irgendwie verfahren und wollte nicht mehr weiter. Okay, unsere neue Haltestelle haben wir. Bisschen landschaftsgärtnerisch tätig werden müssen wir noch, sonst sieht das hier alles zu sehr abgehackt aus. Aber hier kommt sowieso noch einiges und das ist das, was ich jetzt heute noch wenigstens in Angriff nehmen möchte, wenn es auch vielleicht nicht mehr ganz fertig wird. Wir brauchen hier einen Bahnsteig. Gebäude. Ich guck mal eben, was ich hier so konfigurieren kann. Ja, da können wir jetzt gar nichts dran setzen, weil ich ja eben diesen Mittelteil genommen habe. Aber es müsste doch die Möglichkeit geben, ich habe ja hier überall diese höhenversetzten Bahnsteige hingesetzt. Das wird hier aber irgendwie nichts, weil dann sind wir, glaube ich, zu sehr im Loch, kann das sein. Wobei, ich baue es mal eben und gucke es mir dann mal an. Naja, so dramatisch ist das hier auch nicht, weil wir brauchen ja tatsächlich einen Weg hier auf die andere Seite. Und der, wir gucken mal, wie wir das jetzt machen. Ich werde da sicherlich eine ganze Menge basteln, aber der Ausgang ist schon mal da. Und der andere Bahnsteig soll ja hier, oder der Bahnhof soll ja auch noch weiter Verwendung finden. Das heißt, ja. Hallo Kollege, ich wollte eigentlich das Konfigurationsgedings hier haben und dann einmal unter Verschiedenes. Da haben wir nämlich Treppen und dann gibt es nämlich jetzt nach hier zu dem anderen Bahnhof erstmal ein paar... Jetzt gibt es erstmal einen Autosave. Ja, jetzt ist es weg, okay. Das heißt, wir haben hier einen Ausgang zu dem anderen Eingang hin. Dann brauchen wir hier eine Straße. Das muss jetzt nichts Großes sein, aber so ein kleines städtisches Sträßchen hier. Alte Straße. Naja, das ist jetzt ein sehr neu gebauter Bahnhof. Dann würde ich doch eher das hier bevorzugen, aber das muss an beiden hier andocken letztendlich. Das heißt, wir brauchen hier unten etwas, was hier hoch geht. Naja, mit Kurve, sonst wird das nichts.
gucken, wie weit wir hier hochkommen, wenn ich das auf maximale Höhe biege. Boah, das sieht doch gar nicht so falsch aus, aber warum macht der hier keine Kurve? Ich setze das erstmal hier unten an. So, jetzt möchte ich hier rüber und das funktioniert auch. Und jetzt möchte ich hier noch rein. Ja, das funktioniert auch. Und jetzt möchte ich auf die andere Seite dieses Bahnhofs natürlich noch kommen, weil hier ist im Moment noch unsere Bahnstation, Obusstation, genau. Jetzt gucke ich mal, da ist die Steigung zu groß. Ja, ich will ja hier auch gar nicht hoch, Leute. Ich will ja eher ganz nach unten hier. Da kämen wir in den Tunnel. Ich hatte gehofft, da hinten irgendwie ranzukommen. Dass ich hier, aber da kann ich nirgendwo andocken. Das ist alles durch diese Kurve und die Haltestelle und was hier nicht alles ist, kommt man hier einfach nicht ran. Ja, da muss man noch ein bisschen basteln, bis das funktioniert und wir hier einen entsprechenden Zugang hinbekommen. Gibt es da jetzt irgendwas, wie man wenigstens auf die Schnelle eine Bau... Ja, das wäre jetzt erstmal der erste Schritt hier. 50 modern. Na, 2 möchte ich eigentlich nicht abreißen. Mir wäre... Ja, ich möchte hier eigentlich gar nichts abreißen, aber anders geht es im Moment nicht. Da werden auch 2 entfernt. Also das ist alles das gleiche Problem. Ja, dann würde ich tatsächlich hier vorne aber nur 1 nehmen, hier rüber gehen. Das sollte funktionieren. Da komme ich nicht rüber. Warum nicht? Ist das wirklich so viel höher oder niedriger an der Stelle? Ja, naja, eigentlich. Da muss ich da nochmal ein bisschen bei. Sträßchen nochmal hier anbauen. Und dann aber mit mehr Tiefe. Dann sollte das hier unten einen Bahnübergang doch irgendwie geben. Noch mehr Tiefe. Wieso kollidiert das denn immer noch hier? Okay, dann muss ich erst hier über die... Das ist jetzt überraschend. Also komm. Ach, weil da die Weiche ist. Okay, ich muss hier ein Stück weiter von der Weiche weg. Das ist gar nicht die Höhe hier das Problem, es ist die Weiche das Problem. Gut, dann gehen wir hier nochmal raus. Dann muss ich eben hier runter. So. Dann hier rüber. So. Und dann geht das hier hinten rein. Und wir gucken mal, wie sich das eventuell im Laufe der Zeit noch verändert und was sich hier auch mit den Strecken im Laufe der Zeit noch tut. Irgendwie wird es hier noch eine Busverbindung geben müssen. Das gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Und wir gucken hier uns jetzt nochmal die Schienenbusse an. Die letzte Fahrt quasi von da oder nach da. Und mit diesem Schienenbusbild hier und dem Uhlenbuscher Hang und der Blick auf den neuen Bahnhof möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.